Dies ist ein Meinungsvideo. Alles, was ich sage, ist meine Meinung. Ihr könnt natürlich auch gerne anderer Meinung sein. Bitte achtet auf einen ordentlichen Umgangston in den Kommentaren. Bevor wir gleich zum Videothema kommen, welches eigentlich gar nicht mal so schön ist, wünsche ich euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und dass alle eure Voraussetzungen in die Tat umgesetzt werden. Heute gibt es die Flop 11 von unserer Arminia aus dem letzten Jahrzehnt. Die Top 11 ist bereits in Bearbeitung, wenn ihr das sehen wollt. Ihr wisst, was zu tun ist. Nach dem Intro geht es los. Los. Wir fangen im Tor an und da war die Entscheidung wirklich alles andere als einfach. Denn Arminia hatte wunderbare Torhüter, die ihren Job super getan haben. Aber ich musste mich natürlich für einen entscheiden. Und jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, Hesel, 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 der Sündenbock. Aber ich habe mich für Daniel Davari entschieden. Ich finde, Hesel hat einfach zu viele Spiele für unsere Arminia gemacht und auch gut gespielt. Und Davari hat seine Aufgabe eigentlich auch ganz gut gemacht, nur er ist in der Flop 11. Daniel Davari spielte 2 Jahre für unsere Arminia und zwar von 2015 bis 2017. Er hatte 9 Spiele für unsere Arminia bestritten und kam damals von den Grasshoppern aus Zürich. Sein damaliger Marktwert lag bei 350.000 bis 500.000 Euro und heute liegt er bei 150.000. Heute spielt der ehemalige Torhüter des DSC bei Rot-Weiß Oberhausen. Wir kommen zur Rechtsverteidigerposition. Diese nimmt Nils Teixeira ein. Ein Jahr war er bei Arminia und zwar von 2017 bis 2018. Hatte 9 Spiele für unsere Arminia gemacht und gleich im ersten Spiel mal die glattrote Karte gesehen. Außerdem hat er noch eine gelbe Karte gesehen und konnte eine Torvorlage geben. Gekommen ist er damals von Dynamo Dresden und zwar ablösefrei. Sein damaliger Marktwert lag bei 400.000 Euro und ist heute bei 500.000 Euro. Heute spielt er bei AML Limassol. Der erste Innenverteidiger ist Jerome Profeta. Er spielte 1,5 Jahre bei unserer Arminia mit zwischenzeitlicher Leihe nach Alemannia Aachen. Er konnte lediglich 2 Spiele für unsere Arminia absolvieren und zwar gegen den MSV Duisburg und dieser komischen Stadt Nähe Telgte. Tore konnte er keine schießen, Vorlagen konnte er keine geben und sein Marktwert lag damals bei 100.000 Euro. Heute ebenfalls. Und auch er spielt heute bei Rot-Weiß Oberhausen, genauso wie unser ehemaliger Torhüter. Der zweite Innenverteidiger hört auf den Namen Kevin Schöneberg. Er spielte 1 Jahr für unsere Arminia und zwar von 2010 bis 2011. Wurde damals vereinslos geholt und wurde zum VfL Osnabrück weitergegeben. Und später auch noch für diese komische Stadt Nähe Telgte. Menschlich gesehen ziemlich. Wie dem auch sei, er hatte 9 Spiele für unsere Arminia absolviert, konnte keine Tore schießen, aber 2 Vorlagen geben. Sein damaliger Marktwert lag bei 400.000 bis 600.000 Euro und sein heutiger Marktwert wird leider nicht angegeben. Heute spielt er in der Kreisliga und zwar bei Westfalia Kinderhaus. Wir kommen zum Linksverteidiger und auf dieser Position gab es nicht viele schlechte, einen musste ich mir raussuchen und das war Steffen Lang. Er spielte 2 Jahre bei unserer Arminia und zwar von 2015 bis 2017, kam damals vom VfB Stuttgart Nr. 2 und wurde dann weitergegeben an Viktoria Köln, wo er auch heute noch spielt. Für die erste Mannschaft konnte er 6 Spiele bestreiten, konnte dabei eine Torvorlage geben und bei der zweiten Mannschaft von Arminia hat er 24 Einsätze gehabt, konnte dort 3 Tore schießen und 3 Vorlagen geben. Sein damaliger Marktwert lag bei 250.000 Euro und liegt heute bei 175.000 Euro. Wir kommen zum rechten Mittelfeld und das belegt Erdogan Yeşilyurt. Er hat gerade mal 9 Monate für unsere Arminia gespielt und zwar von 2012 bis 2013 mit zwischenzeitlicher Leihe nach Eintracht Trier. Er kam damals von der U17 vom Bonner SC und wurde dann an den MSV Duisburg weitergegeben. Er konnte 4 Spiele für unsere Arminia absolvieren, hat dabei 2 Tore geschossen und 5 Spiele hat er noch bei der Zweitmannschaft von Arminia absolviert. Sein damaliger Marktwert lag bei gerade mal 50.000 bis 100.000 Euro und heute liegt er bei 400.000 Euro. Sein heutiger Arbeitgeber ist in der Türkei und hört auf den Namen Sivasspor. Der erste Spieler im zentralen Mittelfeld ist Björn Jopek. 1 Jahr spielte er bei unserer Arminia und zwar von 2016 bis 2017. Er kam damals von Union Berlin und wurde danach nach Chemnitz weitergegeben. Wir holen die 3 Punkte! 3 Punkte! Insgesamt hat er 4 Spiele für die erste Mannschaft von Arminia Bielefeld absolviert, konnte dabei kein Tor schießen, keine Torvorlage geben. Aber in der zweiten Mannschaft lief es dann doch ein wenig besser. Insgesamt hat er hier 9 Spiele absolviert, 2 Tore geschossen und eine Torvorlage gegeben. Damals lag der Marktwert bei ihm bei 600.000 Euro und heute um die Hälfte weniger, und zwar bei 300.000 Euro. Er spielt heute beim Halleschen FC in der 3. Liga. Der zweite ZM ist Per Kluge, ein gestandener Bundesliga-Profi. Was möchte man mehr?
Leider war er damals schon 31 Jahre alt. Er stand 2 Jahre bei Unter Arminia unter Vertrag und zwar von 2014 bis 2016. Gekommen ist er damals von Hertha BSC 2 und danach war für ihn Karriereende. 11 Einsätze hat er für Unter Arminia absolviert, konnte dabei kein Tor schießen, keine Torvorlage geben und für die zweite Mannschaft hat er nochmal 4 Spiele gespielt, konnte dabei eine Torvorlage geben. Sein damaliger Marktwert lag bei 250.000 Euro und heute, wie gesagt, Fußballerrentner, also kein Marktwert mehr. Linkes Mittelfeld, das belegt Michael Mack. Er war 6 Monate bei uns auf Kurzleihe. Er kam damals von einem polnischen Verein, dessen Namen ich nicht aussprechen kann und ehrlich gesagt auch gar nicht möchte. Er bestritt gerade mal ein Spiel für unsere Arminia und das war damals in der zweiten Liga gegen Hannover 96 und da auch nur für 43 Minuten. Zudem konnte er 3 Spiele verletzungsbedingt nicht auflaufen, aber wäre wahrscheinlich auch gar nicht zum Einsatz gekommen. Sein damaliger Marktwert lag bei 600.000 Euro und heute bei 200.000 Euro. Der vorletzte Spieler ist das Monster in der Luft. Leider hat er bei uns nicht so eingeschlagen, die Rede ist von Morike Sacko. Er war 9 Monate bei unserer Arminia, wurde vereinslos geholt und war danach wieder vereinslos. Bekannt war er wohl vor allem wegen dem FC St. Pauli, bei denen er 3 Jahre unter Vertrag stand. Er bestritt insgesamt 11 Spiele für die erste Mannschaft von Arminia und 11 für die zweite Mannschaft von Arminia und konnte bei beiden Mannschaften keine Tore und keine Torvorlagen geben. Dafür aber eine glattrote Karte in der zweiten Fußball-Bundesliga. Sein damaliger Marktwert lag bei 150.000 Euro. Der letzte Spieler ist Andras Sporrar. Gekommen ist er als Hoffnungsträger gegangen, als Diva, bei der das Wichtigste war, dass die Haare richtig sitzen. Er stand 6 Monate auf Kurzleihbasis bei unserer Arminia unter Vertrag, konnte 10 Spiele spielen, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist und auch nicht schlecht waren die 2 Tore. Allerdings gab es ziemlich viele Probleme mit ihm. Sein damaliger Marktwert lag bei 1,25 Millionen Euro und konnte das heute verdoppeln. 2,5 Millionen Euro beträgt sein Marktwert heute. Bekannt ist er vor allem als Superknipser, der die komplette Europa League auseinander nimmt. 6 Spiele, 5 Tore, 2 Torvorlagen. Hätte der mal bei uns so gespielt. Und das soll es für dieses Video gewesen sein. Habt ihr Bock auf die Top 11 des Jahrzehnts bei Arminia? Dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen oder einem Kommentar in der Kommentarfunktion. Ich bin damit raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage reingehauen und auf Arminia!